Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Urs Marti, mein Kollege und Geschäftspartner, und ich freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen anstelle des Apros unseren Vortrag noch gewählt haben. Wir werden aber dann hoffentlich gemeinsam zum Apro gehen. Ich habe gehört, dass da gewisse größere Organisationen ein bisschen mehr Budget haben als die Value Manager für solche Dinge. Wir sind eine kleine Value-Rohstoffboutique mit Büro am oberen Ende des Zürichsees in Lachen. Und wir sind dort 4 Anlageexperten mit einem 25-jährigen Durchschnittserfahrungsbereich und kommen somit auf über 100 Jahre Investment Experience zusammengefasst. Wir managen einerseits einen Value-Fonds, dazu werde ich zuerst sprechen, und dann einen Rohstofffonds, da wird Urs ein paar Dinge dazu sagen. Sie sind nicht im falschen Vortrag. Das ist das neue Schweinchen, das da durchs Dorf getrieben wird. Wir gehören eher nicht zu dieser Kategorie Fondsmanager, die auf ein Thema aufspringen und dann dort sofort investieren. Das heißt natürlich nicht, dass man mit diesem Thema nicht sehr viel Geld verdienen kann. Aber vor 4-5 Jahren war das Schweinchen damals autonomes Fahren. Die meisten nicken. Autonomes Fahren findet aber statt. Es findet einfach dort statt, nicht wo man es als erstes erwartet, auf der Straße, sondern bei den großen Minen dieser Welt. Also in Australien, Rio Tinto hat solche fahrlose Trucks im Einsatz, die sind ziemlich groß, weil da springt kein kleines Kind mit einem Ball rum. Was möchte ich damit sagen? Manchmal ist es eben so, dass die Profitabilität, Vorteile, nicht immer bei den Firmen auftreten, die das zuerst gebracht haben, sondern sehr viele Old Economy Firmen profitieren dann eben auch von diesen Vorteilen. Und ich denke, das kann man im Hinterkopf behalten. Es gab mal einen Vortrag von meinem Partner, Geschäftspartner, meinem ehemaligen Professor José Carlos Carrillo. Was war Ihr erster Internetprovider? Bei mir war es CompuServe, 150 Firmen. McKinsey hat eine Studie gebracht, hochprofitables Business in Zukunft. Nicht eine dieser 150 Firmen hat Geld verdient je. Das heißt, es heißt nicht immer, dass wenn nur ein neuer rosa Tank kommt, dass dann man wirklich bei den in den Schlagzeilenfirmen investiert sein muss, sondern manchmal in anderen Themen. Auch ein großes Thema, wissen Sie, möchte ich Sie nicht allzu lang langweilen, die Konzentration im S&P 500. Was mir hier gefällt bei diesem Chart ist, dass man zurückgeht, 1973 war die Konzentration noch größer als heute. Spannend ist dann, was kommt danach meistens. Also die letzten 50 Jahre war es dann so, dass die Märkte dann seitwärts tendierten. Das heißt, selektiv wurden. Natürlich ist das wahrscheinlich Wunschdenken eines Value Managers, der immer noch glaubt, dass jetzt die Trendwende da ist. Aber ich denke, das sind einfach Gedanken, die ich Ihnen geben möchte, die zeigen, dass vielleicht nicht alles nur eine Richtung geht. Und dieses Slide hier zeigt eigentlich etwas Ähnliches. MSCI Welt, die 10 größtkapitalisierten Firmen der Welt in Dekaden aufgeteilt. Die jüngeren Unternehmen mögen es kaum glauben, aber Japan hatte mal 40% MSCI Weltgewicht. Heute 6. Der Schlagzeile war damals, Japan übernimmt die Welt. Ja, war nicht ganz so. Und normalerweise ist es so, dass bei den Top 10 der Welt nur einer bis zwei in die nächste Runde der Top 10 schaffen. David Kostin hat gesagt, der Chefstratege von Goldman Sachs im Jahrespräsentation in London, die sie nicht mehr in Zürich machen. Wissen Sie, woher der Name der Magnificent Seven kommt? Es kommt vom Jules Brynner, von den glorreichen Sieben. Am Schluss des Filmes leben noch drei. Das hat David Kostin gesagt. Ich sage dazu nichts. Aber ich sage Ihnen einfach, ein solcher Chart stresst, wenn man Value Manager ist, aber es macht auch Freude, wenn man ein gewisses Upside Potential zumindest im Kopf noch drin hat, dass man motiviert ist. Hier hat man MSCI Welt Value gegen Growth. Wir sind hier wieder ganz unten. Und jetzt haben wir hier ein super Jahr gehabt im 22.
habe ich einen Artikel geschrieben, da waren wir in Deutschland der zweitbeste globale Aktienfonds mit zweistellig Plus, als die anderen zweistellig Minus waren. Aber es ist nicht immer so natürlich. Aber wir denken einfach, es lohnt sich vielleicht auch hier zu diversifizieren. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht einfach Benjamin Graham-like Value kaufen, sondern wir suchen einzigartige Businessmodelle zu finden, die sehr gut positioniert sind und strategisch einzigartig. Und jetzt sagt Ihnen jeder Manager, ja, selbstverständlich kaufe ich gute Firmen, guten Geschäft, gutes Management, gute Bilanz zu einem guten Preis. Hoffentlich machen das ja alle. Also was ist denn bei euch besonders? Und dazu möchte ich drei konkrete Beispiele bringen. Und die drei konkreten Beispiele habe ich letztes Jahr genau hier gezeigt. Das sind dieselben drei, ich möchte Ihnen einfach ein Update geben. Die erste Firma wurde private genommen, weil das ist der zweitgrößte Wursthauthersteller der Welt. Sie haben richtig gehört, Wurstpellen. Es gibt drei große industrielle Wurstpellenhersteller. Der dritte ist ein Chinese. Dezember 19 hatten wir beide anderen im Portfolio und kontrollierten somit 65% des globalen Wursthauptmarktes. Das ist ein Business, was ich für meine Firma, für meine Familie besitzen möchte und nur das. Weil es so resilient, wenn da ein Covid kommt oder was immer kommt, Rezession, dann sind die Leute zu Hause, essen mehr Würste und weniger Steaks und dann, genau. Und das haben andere auch entdeckt, die Familie Rettmann hat die Firma übernommen und von der Börse genommen mit einer Prämie von 65%. Der Übernahmepreis entsprach um 2% unserer Fair-Value-Schätzung. Jetzt können Sie sagen, die sind super im Rechnen, nicht ganz, das ist schon okay, aber es ist die Nummer 1 mit einem Discount von 10% gerechnet. Also man muss einfach einen Dreisatz rechnen können eigentlich. Und das zweite Beispiel haben wir letztes Jahr gezeigt, Buzzi Zement. Das ist der viertgrößte Zementhersteller der Welt. Der handelt heute bei einem Preis der Buch von 1,1. Schuldenfrei, letztes Jahr 0,8, entsprechend Performance 56% im Plus. IRR für uns 11 bis 12, das wird schon langsam dünne Luft für uns, weil wir träumen von 13-14% im Schnitt. Das heißt, wir haben Buzzi jetzt nach 3-4 Jahren bereits ein bisschen reduziert. Was wir noch nicht reduziert haben oder kaum reduziert haben, ist Cenovus Energy, eine dieser drei großen Ölsandfirmen in Kanada. Einfach gesagt, die sind heute schuldenfrei und sie haben versprochen, dass sie das Geld dem Aktionär zurückbezahlen in Form von Share Buybacks und Dividend. Und bei $75 Ölpreis, WTI, heute sind wir ein bisschen höher, wir glauben, es wird mindestens bei 75 bleiben in den nächsten 4 Jahren, generiert die Firma gleich viel Cashflow wie die ganze Market Cap. Das gibt es eigentlich gar nicht. Das kann es nur geben und das Buzzi-Thema kann es auch nur geben wegen ESG. ESG führt dazu, dass viele Investoren hier nicht mehr investieren dürfen. Und wir glauben, das ist nicht ganz richtig, diese Betrachtungen. Jetzt sind wir aber auch nicht die großen Umweltverschmutzer. Also wenn der Urs und ich, obwohl wir Rohstofffonds managen, oder? Wir haben keine Büchlein mehr, wir haben diese QR-Codes mit der Präsentation, wir sind im Zug unterwegs, wenn es geht, und die deutschen Eisenbahn dann fahren. Und mit dem Bus und Zug, ja, aber einfach nur verbieten ist nicht das Richtige. Man kann nicht einfach die Brücke in der Mitte des Flusses abbrechen und dann nicht wissen, wie man auf die andere Seite des Flusses kommt. Wir nennen unseren Value-Fonds global konzentriert und dennoch diversifiziert, weil wir glauben, es ist ganz wichtig, dass man durch die Gewinne durchblickt. Hätte man nur Louis Vuitton, Hang Seng-Aktien, Rio Tinto und BMW-Aktien gehabt vor 6 Jahren, hätte man sagen können, ich bin super diversifiziert. Alles, verschiedene Sektoren, Regionen und alles. Aber meine Damen und Herren, man hat nur ein Risiko, China-Risiko, China-Wachstum. Also muss man durchblicken durch diese Labels und sehen, wo generiere ich den Gewinn. Das ist die lange Geschichte des Value-Fonds. Massiver Absturz, wir haben unsere Lehren genommen, 2011, umgestellt vom reinen Zigarrenstummel-Portfolio zur Hälfte Zigarrenstummel-Portfolio und die andere Hälfte stabile Titel, deren Gewinne nicht zyklisch sind. Und haben auch somit eigentlich das nachvollzogen, was Warren Buffett von Charlie Munger selig gelernt hat. Nämlich nicht nur die billigsten Firmen dieser Welt zu kaufen, sondern eine Kombination. Und was ganz wichtig ist, oder? Wenn man dann hier eine Korrektur hat, das ist jetzt seit unserer Umstellung 2011, und man hat einen Crash à la Covid
Und wir verlieren immer noch ein bisschen mehr aufgrund unseres zyklischen Teils des Portfolios. Die Öl- und Kupferfirmen gingen 60-70% in die Knie. Wenn man dann aber die Wursthaut Nummer 1 der Welt mit Gewinn verkaufen kann und dann Öl- und Kupferfirmen nachkaufen kann, ist fantastisch. Und diese Fähigkeit, antizyklisch zu rebalancieren, ist eines der Grundgesetze beim Geldanlegen. Genauso wie stetig investieren. Und wenn man das sich daran hält, dann ist es eigentlich einfach. Wenn man nicht überzahlt. Das sind die großen 10 Holdings. Wie gesagt, Sie haben hier den QR-Code, wo Sie dann die Präsentation noch ansehen können. Was ich Ihnen aber jetzt sagen möchte, ist, wie lange es manchmal dauert mit einem Fall, bis man richtig klickt. Pandora. Wurden wir vor 4-5 Jahren, als wir hier unten waren, überall angesprochen. Heute fragt niemand mehr nach Pandora, wieso wir das haben. Pandora war mal der Highflyer. Sie mögen sich erinnern, mit diesen Kettchen. Und dann gingen die vom Top 1000 Dänenkronen auf 500 runter. Und gingen in den Earnings-Sockel rein. Die blauen, das sind die operativen Gewinne und das sind die Dividenden. Und wenn etwas in den Earnings-Sockel reinfällt, dann wird es für uns interessant. Und dann kamen wir zum Schluss, das ist nicht nur eine Modefirma, die diese Kettchen herstellt, sondern das ist der billigste Hersteller von Affordable Luxury. Die haben eine Kostenführerschaft. Und wenn das out ist, dann ist vielleicht Ohrenringe in oder solche Ringe in oder Nasenringe in oder was immer für Ringe. Solange es seit 2000 Jahren trägt der Mensch Schmuck. Und wir glauben, solange das nicht weggeht, hat so etwas eine Berechtigung. Und dann ging die Aktie weiter in die Knie. Wir haben nachgekauft. Bei 250 Dänenkronen wurde es die größte Position in unserem Fonds. Damals Short Interest, ein Short Sell, 17% der Market Cap. Die waren schuldenfrei. 80% Eigenkapitalrendite. Wir verstanden die Welt nicht. Dann ging es hoch auf 840 und wir haben fast alles bis auf 0,5% verkauft. Weil oftmals lieben wir so eine kleine Position drin zu lassen, um wirklich auch dran zu bleiben, weil es war noch nicht ganz dort oben, wo wir es erwartet hätten. Dann kam der Markt wieder in die Knie wegen China. Vor 2,5 Jahren, möchten Sie sich erinnern? Wumm. Intra-Year ging es auf 340. Heute sind wir bei 1100. Also Efficient Markets sehen für mich ein bisschen anders aus. Aber das ist ein gutes Beispiel zu zeigen, weil die Welt heute passiv mehrheitlich unterwegs ist, weil kaum mehr jemand Research-Budgets hat, gibt es Chancen für jemanden, der wieder bottom-up etwas anders macht. Und das ist, glaube ich, der Investment-Case, den wir zeigen möchten. Und jetzt zum Schluss noch ganz kurz, weil das ist die zweitgrößte Position. Da sind wir jetzt noch nicht dort auf der Sonnenseite. Es ist immer noch, die Pfeile zeigen nach unten. Grifols ist die zweitgrößte Position. Auch hier gibt es einen Shortseller im Markt. Da können wir im Nachgang noch gerne weiter darüber sprechen. Tatsache ist, der Preis ist so tief, dass wir glauben, selbst eine Kapitalerhöhung wird hier nicht mehr allzu viel schaden. Weil diese Blutplasma-Firma gibt es wieder drei auf der Welt, immer ähnliche Geschichte bei uns. Das ist die Nummer 2. Die Nummer 1 hat ein KGV zwischen 24 und 30. Und die handeln aufgrund ihres Problems, aufgrund ihres Leverage mit einem KGV von 6. Und jetzt übergebe ich dem Urs für den Rohstoffteil. Danke, Alex. Ich muss ja auch immer da etwas Neues präsentieren. Ich könnte das auch ganz einfach halten und immer denselben Slide zeigen mit den Investitionen in unserem Sektor. Ich erinnere mich da an die erste Stunde Volkswirtschaftslehre bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, Butter oder Kanonen, oder? Aber wahrscheinlich auch an anderen Banken, vielleicht heute nicht mehr, hatte man früher mal einen Volkswirtschaftskurs. Und wenn Sie nicht mehr investieren in die Produktion von Butter, dann hat es nicht morgen zu wenig Butter im Migros. Aber irgendwann gibt das ein Problem, oder? Und das ist jetzt ein Beispiel vom Kakaopreis. Ich habe das im Internet gefunden und das ist irgendein Chartist, der da eine Analogie macht, dass all diese Rohstoffpreise korrelieren. Und das ist so. Und Kakao sei da ein Vorläufer, 2-3 Jahre vor anderem. Ich glaube nicht, dass das eine fundamentale Begründung gibt. Das ist manchmal auch Glück. Aber was schon der Fall ist, dass diese Charts korrelieren, oder? Und wenn Sie jetzt das ein bisschen verfolgen, also es gibt in der Schweiz ja diese Barry Galbo, die kauft, glaube ich, 50% der Kakaoernte, etwa 20% kauft Cargill. Schauen wir ein bisschen an, die Firma hat immer ein P von 20, jetzt hat sie eins von 12.
wahrscheinlich ein Sturm im Wasserglas, oder? Weil diese Rohstofffirmen haben ihre natürliche Long-Position an der Börse gehedged und dann gehen diese Future hoch, man ist short, es gibt einen riesen Verlust, muss nachschießen, aber man hat ja immer eine natürliche physische Position. Aber das ist ja ein Nebenschauplatz. Aber wenn Sie das ein bisschen lesen, da von diesem Kakao, oder, dann heißt es jetzt ja, man hat unterinvestiert, die Farmer hat viel zu tiefe Margen und dann kommt ein Auslöser und das ist dann der Grund, oder? Immer ein Produktionsausfall. Und das ist auch das Schöne an Inflation und diesen Dingen, oder? Man kann immer jemandem anderen die Schuld geben. Im Sport, dem Schiedsrichter, oder Peter Müller hatte mal Öl auf der Skipiste, glaube ich. Wahrscheinlich hat es sogar gestimmt. Aber dann ist das immer so, oder? Bei uns ist das natürlich so. Die Welt ist nie linear. Ich meine, eben wieder eine Analogie vom Sport. Wenn Sie mit einem 14-Mann-Kader in eine Fußballmeisterschaft gehen, dann werden Sie wahrscheinlich im Schnitt 20% Verletzte haben, dann können Sie dem die Schuld geben. Vielleicht haben Sie mal 2-3 Jahre keine Verletzten, aber irgendwann gibt es einen Auslöser, oder? Und dann passiert das wie im Kakao, oder? Und diese Rohstoffprodukte sind meistens inelastischer als Kakao, weil wenn es zu teuren Kakao gibt, dann ist der Osterhase ein bisschen teurer, aber man stirbt nicht. Man kann Vanillecreme essen, dort ist übrigens auch dasselbe Problem. Aber es ist elastisch, oder? Also Sie müssen das nicht konsumieren. Und Unilever wird dann ein bisschen mehr Schokolade, ein bisschen weniger Schokolade an die Riegel streichen. Oder vielleicht werden Sie sogar Erdöl nehmen mit Givaudan. Das würde mich nicht mehr wundern bei diesen Produkten. Aber oder das ist schon nicht ein Witz. Das ist schon nicht nur auf dem Papier, oder? Das ist real, was wir da erzählen. Und einfach vielleicht. Ich habe das eben gerne diese Statements von Vito Corleone, oder? They talk when they should listen. Und jetzt, um etwas anderes zu nehmen, in der Ölindustrie, oder? Diese Dinge sind bekannt und diese Warnungen sind immer da, oder? Und das sind ein paar Statements von Saudi Aramco. Sie erzählen alle dasselbe, oder? Das gibt ein Problem, wenn man da nicht mehr investiert, etc. Saudi Aramco ist mit Abstand der größte Produzent, mit wahrscheinlich 12 Millionen Barrels oder 7 in Export. Aber gut, ist ein Araber. Sind nicht die richtigen. Rosneft, oder? Managt das zweitgrößte Ölbusiness der Welt, Rosneft. Aber das ist ja heutzutage auch niemandem, dem man zuhören sollte. Aber zumindest in Davos, Vicky Holub, oder? Von Occidental, oder? Die sagt, es wird einen Ölcrunch geben im 25. Sie managt das größte Ölbusiness in den USA, dem größten Ölproduzenten der Welt. Das wurde niemand, das wurde nie geschrieben in einem. In einer Zeitung, aber das wäre ja politisch korrekt, oder, Vicky Holub? Aber gut, sie ist auch selber einmal, wahrscheinlich wählt sie republikanisch. Aber also diese Warnungen, oder? Das ist nicht ein Science-Fiction-Film. Und irgendwann gibt es ein Problem. Und wenn dann das da passiert in anderen Rohstoffen als Kakao, was ja schon ein bisschen danach aussieht, kann man sich ausmalen, was das bedeutet. Vielleicht, ich will noch ganz kurz so ein bisschen, oder nicht ganz kurz, vielleicht auch ein bisschen den Unterschied erklären von diesen langfristigen Geschichten, die wir ja auch erzählen. Fand ich noch lustig, oder? Jetzt etwas Langfristiges, links, oder beziehungsweise ja, links. Das ist die erwartete Energienachfrage, oder beziehungsweise Elektrizitätsnachfrage bis ins 35, ist ja nicht so weit weg, oder? Mit all diesen Emerging Markets, die auch ein bisschen ein besseres Leben haben wollen. Putin nennt das die goldene Milliarde, unser Professor nennt es die glückliche. Dasselbe, ein bisschen politischer korrekt, aber es sind erst 1 Milliarde Leute, die etwa 70% der weltweiten Energie konsumieren und somit so einen Lebensstandard haben wie wir. Und dass geopolitisch diese Länder nicht mehr so viel Exportüberschuss haben wollen, sprich diese Güter uns liefern, dagegen riesige Handelsbilanzen aufbauen mit Dollars, die sie bekommen oder unseren Währungen, die erstens mittlerweile täglich abwerten und zweitens ihnen das Konto eingefroren wird, wenn sie sich nicht so benehmen, wie sie sollten. Russland ist nicht das erste Land. Das ist logisch, oder? Und diese Länder wollen besseren Lebensstandard für ihre Bevölkerung, einen höheren Binnenkonsum, Silk Road, das ist das offizielle Programm von der chinesischen Regierung, höheren Infrastrukturinvestments etc. und weniger Handelsbilanzüberschuss. Und das Problem ist einfach, da reden wir von am Schluss 7 Milliarden Leuten, oder? Die USA ist das einzige Land unter den größten 10 der Welt, das westlich ist. Oder? Und dann vielleicht noch lustig, ja, vielleicht dann, logisch, Glencore ist ein großer Kupferproduzent, es ist immer jeder bullisch auf das, was er selbst tut, wie wir ja auch, sonst täte man es ja nicht. Aber jetzt zum Beispiel der Grid, oder? Da schätzt man das ins 45,
zusätzlich 80 Millionen Kilometer Grid gebaut werden müssen auf der Welt. Das ist doppelt, das ist der ganze Bestehende von heute, oder? Also wegen dieser, und die Energiewende ist am Schluss auch noch potenziell, oder? Weil früher hat man die Kraftwerke dort gebaut, wo der Demand war. Aber wenn man natürlich immer mehr Wind oder solche Dinge hat, die sind dann nicht dort, wo der, die Nachfrage ist. Das heißt, die Nachfrage nach Transport wird immer größer. Vielleicht, das finde ich noch ein lustiger Chart, eben so für, zur Energie, wie ist das, zur Dekarbonisierung. Das ist Kapazität von Stromproduktion China, wo sie geschaffen wurde im 23. Also das ist Wind, Solar, Nuclear, Gas und das ist Kohle in Terawattstunden, oder? Und natürlich in Prozent ist das natürlich riesig, weil es von Null kommt, aber in Terawattstunden ist das natürlich ja, so wie es ist, oder? Nur zu dem, dass es keiner mehr Kohle und Öl, also in dem Fall Kohle braucht. Und vielleicht ein bisschen diese Kohle, aber das ist langfristig, deswegen heißt es ja langfristig, hat keinen Effekt auf Preisbewegung. Und was vielleicht ein bisschen zu erklären ist, dass der Kupferpreis, oder? Und unsere Produkte, die sind immer dort, wo die bewegen sich eigentlich zwischen dem marginalen Supply und Demand. Also man geht immer so hoch, bis wieder die marginale Einheit mehr kommt, beziehungsweise der marginale Konsum sinkt. Je nach Produkt ist das natürlich inelastisch oder inelastischer. Aber wenn ein Kupferpreis dann von 2 auf 5 geht, oder, dann haben Sie auch irgendwo marginale Produktion, die wieder zurückkommt. Minen, die stillgelegt sind, Expansionen, die relativ schnell gemacht werden können. Und was Sie auch immer haben, ich nenne das salopp den Toilettenpapiereffekt, oder? Die Lager werden aufgebaut, weil die Leute haben ja Angst, dass es zu wenig gibt in der Industrie. Das heißt, durch die ganze Logistikkette baut man Lager auf. Und je nach Produkt, wenn es möglich ist, hat man noch Finanzindustrie, die dann bullisch wird, das hat zu wenig und man geht long und kauft noch physisch Kupfer in irgendwelche Lager und das verstärkt sich dann noch. Und dann geht der Preis irgendwie, dann irgendwann kehrt es, gibt vielleicht noch eine Rezession wegen Zinsen, die gestiegen sind, in China beispielsweise, und dann geht das Ganze auf die andere Seite. Und Sie sehen, man bricht jetzt eigentlich wieder aus und diese Kupferpreise sind wieder zu tief, oder, für die marginale Produktion. Die Kosten steigen ja dann hinten nach, oder? Und man sieht das eigentlich relativ gut hier. Das ist die Produktionserwartung in Kupfer. Jetzt einfach als Beispiel, ist bei vielem ähnlich für dieses Jahr. Das ist um etwa, 1,4 Millionen Tonnen ist das gesunken, oder? Auf einen Markt von 22. Also wir haben bereits etwa 6-7% der Produktionserwartung, die gestrichen wurde, weil eigentlich die Preise zu tief sind. Und das ist der Grund, wieso diese Kupferpreise wieder ausbrechen, wie vieles anderes. Das ist da diese Defizite eben. Gut, das gibt natürlich am Schluss nie ein Defizit. Oder? Am Schluss kann man nur immer das verbrauchen, was es gibt. Oder? Aber wie man dann diese Dinge tun soll, wenn niemand Minen baut und so. Da war kürzlich mal ein Interview oder ein Statement von einer Journalistin in der Financial Times. Sie hat gesagt, das sei ja wahnsinnig, diese Cashflows und Dividenden von diesen BHPs und so, oder? Und wieso das denn die, und man wisse das mit dem Kupfer, oder? Und wieso das denn die nicht neue Minen bauen? Am liebsten hätte ich hier geschrieben, kannst du ja eine bauen, oder? Das ist nicht das Problem der Minenindustrie. Und Glencore sagt, sie werden wirkliche Brownfield-Projekte, sprich die großen, riskanten, dort bringen, wo der Kupferpreis 1 Dollar unter dem Niveau ist, wo die Nachfrage zerstört wird. Und wo wird die Nachfrage zerstört? In ein Produkt wie Kupfer. In einem Haus hat es für 3'000 Schweizer Franken, oder? Baut man das Haus nicht, weil der Kupferpreis 20% höher ist. Oder die Infrastruktur, die der Staat baut, oder? Das bezahlt ja sowieso die Zentralbank. Da sind Sie da kein Schwein, was das kostet, oder? Also das ist ziemlich inelastisch, oder? Ja, das ist ein Beispiel im Lithium, oder? Was natürlich, die Leute investieren immer in diese Nachfragegeschichten. Aber was dann passiert ist, irgendwann haben sie natürlich steigende Preise und da gibt es auch mehr Supply. Und wenn Sie dann ein Produkt haben, das am Schluss nicht mehr gebraucht wird, weil vielleicht die ganze Entwicklung nicht so schnell läuft, wie man da geschätzt hat. Ich meine, ein Beispiel ist relativ einfach. Oder? Ich bin da manchmal in Palermo, oder? Da sieht man nicht ein einziges elektrisches Auto. Es wird es auch nie eins geben. Das ist gar nicht möglich, oder? Das ist unmöglich, oder? Und das ist zum Beispiel in dem Okkasionsmarkt. Wenn Sie früher in der Jugend, oder man hatte da ein 3er BMW, ein Golf,
Da gibt es immer einen Geldkurs auf der Welt für dieses Fahrzeug. Aber für ein Elektroauto gibt es nicht auf der ganzen Welt einen Geldkurs. Das gibt in Deutschland einen Geldkurs, in der Schweiz, in Norwegen eins. Aber in Palermo gibt es keins, weil man kann es gar nicht gebrauchen. Oder? Und Palermo ist nicht Afrika, obwohl gewisse Stimmen das sagen. Oder? Meine Frau hört es nicht so gerne. Ja, gut. Das ist vielleicht noch das Problem, wenn Sie dann ein Projekt haben, das eben... Oder der Lithiumpreis, der ist jetzt auch wieder so weit unten, dass die Produktion gestrichen wird, oder? Also der ist unten, nur das Problem ist, wenn Sie ein Projekt haben, das nicht produziert, oder eine Mine, die out of the money ist, dann verlieren Sie immer noch 100%, oder? Und das ist Gina Reinhardt, oder? Die hat sich eigentlich einen Blocking Stake im größten und besten Lithiumprojekt der Welt gesichert. Australien produziert 50% des ganzen Lithiums der Welt. Sie ist die reichste Frau der Welt wahrscheinlich, aber die ist auch nicht... Mother Theresia, also so, sie meint es vielleicht nicht so gut mit Ihnen, wenn man sie so anschaut, aber gut, schauen wir mal. Gut, das ist im Uran wieder ein Beispiel, oder? Wenn der Uranpreis bei 18 ist, oder? Und der ist so tief, dass die besten Minen schließen. Und Cameco sagt, ja gut, also wir haben Cashkosten von 30, wir lassen das Uran im Boden, schließen die Mine und beziehen am Spotmarkt, um in unsere langen Lager zu liefern. Das ist ja offensichtlich, dass dieser Preis explodieren muss, oder wenn der Bauer selbst nicht mehr Kartoffeln produziert. Die Frage ist nur, wann das genau passiert. Aber gut, man hat da gelacht, oder? Jetzt ist der Uranpreis, das ist jetzt scharf vom Cameco. Uran sieht genau gleich aus. Der ist jetzt von 18 auf 100, Cameco mal 6. Bewertung hat jetzt ein Pi von 30, das ist schon nicht normal für unsere Branche. Und jetzt kommen da 45 Millionen Pfund zurück auf den Markt. Das ist dort, wo Kupfer war vor 2 Jahren. Oder? Das ist auf eine Produktion von 120. Das ist wie wenn im Öl neu Russland, Saudi-Arabien und die USA wieder in die Produktion zurückkommen. Oder? Ob das jetzt genau der Zeitpunkt ist, um Uranaktien zu kaufen mit einem Pi von 30. Also ich bin sicher der bullischste Mensch auf das strukturell. Aber das kann dann auch mal 2-3 Jahre konsolidieren. Und wenn der Uranpreis ist jetzt bereits bei 80, vielleicht geht er auf 60, ich habe keine Ahnung, und ein Cameco dann eine Bewertung hat, vielleicht wie andere Minengesellschaften, dann haben sie auch 50% los, oder? Nachdem es sich versechsfacht hat. Also ich rate einfach ein bisschen vorsichtig zu sein. Immer. Und das ist ja diese Geschichte jetzt mit diesen Nuklearkraftwerken, das ist ja völlig lächerlich, oder? Nur weil das jetzt irgendwie im Sentiment irgendwo ändert, gibt es jetzt morgen nicht Atomkraftwerke, die sind schon lange im Bau, oder diejenigen, die gebaut werden, das macht jetzt nicht so. Oder? Vielleicht noch einmal ein Zitat, eben, was vielleicht interessanter ist, oder? Das ist noch mal ein Zitat von Don Corleone, oder meine Nachbarn im Bar, oder? Es geht nur ums Geschäft, es ist nicht persönlich, oder? Und man muss einfach wissen, was man tut. Ist man ein Geschäftsmann oder ist man was anderes? Ich bin nicht wertend, eben, es ist purely business. Aber Glencoe kauft jetzt das, die kaufen ja schon lange alles Kohle auf, oder? Gut, dann sieht ihr das mit dieser Kohle, das ist total absurd. Und diese Minengesellschaft Teck ist eine super Firma, wir haben die auch, aber das ist jetzt der Patron am Abgeben oder gestorben. Jetzt kommen die Jungen und sagen, zur Kohle und so wollen wir eigentlich nicht, ist nicht so gut. Glencoe kauft eines der besten Kohleassets der Welt mit einer. Das Asset geht zu 9 Milliarden über den Tisch, oder? Ist debt free, oder? Debt free. Und macht dieses Jahr 4 Milliarden EBITDA. Aber die Kohlepreise haben sich auch halbiert wegen der Rezession. Vorher hat es 6,5 Milliarden EBITDA gemacht. Oder? Deswegen, ob jetzt irgendwie Leute in diesem Sektor, wie die Partner von Glencore, eher ein Vorbild sind, oder wie sagt man in diesem Fahrzeug, ein Benchmark, oder irgendwelche Börsenbriefschreiber, das muss auch sicher jeder für sich wissen. Aber ich glaube, man sollte vielleicht schon ein bisschen schauen, was gewisse Leute mit einem guten Track Record in diesem Business machen. Und sie sind nicht umsonst Milliardäre oder so. Eben also, ich staune immer, dass irgendwie diese sogenannten Commercials im Business eine völlig andere Meinung haben als irgendwie die Bankheinis oder die Börsenbriefschreiber, wie im Öl. Oder? Da ist jeder bärisch wegen der Rezession und im Kopf, aber die Leute in der Industrie sehen da etwas anderes. Vielleicht noch, wir sind da relativ optimistisch auf Nordseeöl. Das ist auch so ein Basket-Case. Das ist jetzt eine Firma, die wir jetzt nicht kaufen würden auf der Aktienseite. Hat hohe Schulden, ist klein, aber die Firma hat eine Marktkapitalisierung von irgendwie 600 Millionen und man schätzt irgendwie 1,4 Milliarden EBITDA. Logisch haben sie noch die Steuern dazwischen, was ja leider nicht so. Aber Glencore hat jetzt denen eine Finanzierung gegeben auf der Kreditseite, oder? Mit 15% Zins, oder?
denke ich, ja gut, also die sind wahrscheinlich auch nicht ganz blöd. Was sehen die? Die sehen ja gut, wenn der kann diese 15% bezahlen, ist es wahrscheinlich besser als auf dem Konto. Und wenn sie es nicht bezahlen können, dann habe ich ein Öl-Asset, das irgendwie ein halbes Mal EBITDA handelt. Auch wenn die Steuern dann hoch sind, dann ist es halt zweimal EBITDA. Dann stirbt man also nicht am Konkurs. Oder? Vielleicht jetzt muss ich noch einen Seitenhieb an meine Goldbugs-Kollegen da bringen. Gibt sicher viele im Raum. Also gut, ich muss vorausschicken, oder? Da hat ja mal ein einflussreicher Mensch hat mir mal gesagt, es gibt am Schluss zwei Leute, Art von Leuten auf dem Mensch, diejenigen Gold haben und keins haben, Master und Slaves. Oder JP Morgan hat mal gesagt, Gold is money, everything else is credit. Also ich will nur sagen, oder noch Ray Dalio hat gesagt, also wer kein Gold besitzt in diesem Umfeld, der versteht erstens nichts von Wirtschaft und zweitens nichts von Geschichte. Also deswegen, ich bin jetzt also etwa der bullischste Mensch im ganzen Gebäude auf Gold. Aber ich staune immer wieder, wenn man noch irgendwo hinkommt, dann haben die Leute ein Investment hier. Und das ist ein Chart in Metallen, in was für Volumen das die Welt das produziert. Oder das ist vielleicht 2-3 Jahre alt, das ist aber ja. Eisenerz sind es 2,6 Milliarden Tonnen, Öl sind es 4,5 Milliarden Tonnen, Zement sind es 4 Milliarden Tonnen und Kohle ist etwa dreimal so hoch wie Eisenerz, glaube ich etwa 8 Milliarden Tonnen. Und da gehen Sie auf die rechte Seite, dann werden diese Dinge knapper. Oder? Da kommen die Basismetalle und da kommen all diese spannenden Metalle, die immer jeder sehr bullisch ist, weil es knapp ist und der Preis am meisten steigt. Und man investiert immer hier in möglichst ein Projekt, weil in die Produktion können Sie nämlich gar nicht investieren. Wenn Sie zum Beispiel hier Beryllium kaufen wollen, haben Sie noch nie gehört, ist ein Rare Earth. Der größte Produzent ist Kasatomprom. 15% Marktanteil haben wir im Fonds, aber das macht nichts aus, ist der größte Uranproduzent. Molybden ist ein Nebenprodukt von Kupfer, müssen Sie Freeport, Antofagasta kaufen. Kobalt ist ein Nebenprodukt vom Kongo, vom Kupfer, vom Katanga, vom Glencore. Vanadium müssen Sie auch wieder Glencore kaufen, das ist der größte Chromite-Smelter. Und Vanadium ist ein Produkt aus Stahlschlacke. Deswegen kommt es aus China oder aus Russland, weil es nämlich gar nicht primär produziert werden kann. Gallium, also irgendwie, das ist ein Nebenprodukt von Rotschlamm aus der Aluminiumindustrie. Deswegen kommt 75% aus China, weil es eben gar nicht, weil die Aluminiumindustrie dort ist. Also sie können gar nicht in diese Dinge investieren. Und was stimmt, je knapper das es wird, tendenziell steigt der Rohstoffpreis mehr. Das ist so. Der Goldpreis ist in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren mehr gestiegen als der Ölpreis, der Eisenerzpreis, der Kupferpreis. Aber das ist, ich habe jetzt, das ist logisch, der Alex ist da besser, sich genau diese Charts so rauszulassen, dass es gut aussieht für uns, oder? Das kennt man ja. Und ich habe mal ein paar Dinge angeschaut in unserer Industrie und ich bin da nicht gut in Bloomberg, es interessiert mich eigentlich auch gar nicht im Detail. Aber das ging einfach so lange zurück, wie es ging, weil vieles hat dann einen Ticker, das gewechselt hat. Und das ist eine Performance, logisch, ich weiß, man hätte das auch anderswo machen können, vom BHP Billiton, was am Schluss Eisenerz, Kohle und Kupfer ist, aber vor allem die ersten beiden, und eine gute Ölgesellschaft Canadian Natural. Die produzieren 1 Million Barrel, Exxon ist über 2, also das ist kein Small Cap, das ist einfach ein Upstream Exposed Ölsand Producer, der größte in Kanada. Das ist Warren Buffett, Berkshire Hathaway, also hier hat man 3000% verdient, 14% im Jahr, somit zu denen, die sagen, in dieser Industrie verdient man nie Geld. Berkshire Hathaway, die üblichen 10%, was Value oder wahrscheinlich gute Aktieninvestoren gemacht hat. Das ist physisch Gold und das unten ist Goldminen und BP. British Petroleum, nor British, neither Petroleum, könnte man sagen. Und irgendwann, also ich glaube auch Goldaktien sind ein guter Trade jetzt und das ist viel zu billig, aber irgendwann müsste man schon mal hingehen und fragen, wieso das denn das so ist und wieso das BHP oder Glencore das nicht produziert oder nicht in diesem Geschäft ist. Und eigentlich ist es relativ simpel. Das, was so knapp ist, steigt am meisten, weil es eben so knapp ist. Deswegen können sie es nämlich nicht industriell produzieren oder zumindest nicht profitabel, weil das ist am Schluss ein Fixed Asset Business mit riesigen Kapitalintensitäten. In Australien können sie... Da können Sie ewig Eisenerz produzieren. Sie haben ein natürliches Monopol zur Stahlindustrie wegen Transporten. Sie können nie aus Russland, niemals, ist nicht möglich, vom Landwerk produzieren. Und Sie haben irgendwie Milliarden von Investitionen, wenn man das mal anschauen geht. Oder? Das ist huge, oder? Und da können Sie auch Ihre Investition abschreiben über diese Zeit, sprich über ewig. Und das Zweite ist, ja, wieso ist es knapp? Weil es eben knapp ist. Das heißt, Sie haben vielleicht
gute Erz gehalten für 5 Jahre. Aber nachher, wenn Sie in einem knappen Gut oder Metall, was es ist, 1% oder 1 Gramm pro Tonne produzieren, aber nachher haben Sie nur noch ein halbes nach 5 Jahren, das ist gleichbedeutend, wie wenn der Goldpreis von 2000 auf 1000 geht, oder? Und das sind eigentlich strukturelle Out-of-the-Money-Calls, At-the-Money-Calls. Und das sehen Sie, wenn Sie die Gewinne anschauen, von Barrick als sehr gute Firma, dann gehen die strukturell runter, obwohl der Goldpreis gar nicht sogar gestiegen ist. Und natürlich, ich glaube auch jetzt, dann kommt irgendwann wieder der große Move und dann machen diese Firmen ein Out-of-the-Money-Call, geht in the money, macht einen riesen Move, aber über länger wird man nicht Geld verdienen mit schlechten Assets, oder? Das ist einfach so. Kali und Salz zum Beispiel in Potash, das ist eine, würde ich nie investieren, oder? Natürlich sieht das billig aus, aber wenn Sie geologisch alte Minen haben in Deutschland, Sie müssen jedes Jahr die Minenlizenz neu beantragen. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet in Deutschland. Und in Kanada haben Sie ein riesiges Asset mit Reserven, Sie haben die Lizenz für ewig etc. Aber natürlich, wenn genau der Kali-Preis steigt, dann steigt Kali und Salz von da unten mehr als Nutrien, weil das natürlich ein In-the-Money-Call ist. Und wenn Sie das genau wissen, wann das passiert, ist das gut. Ich staune einfach ein bisschen, wieso das denn immer alle Investoren Exposure in unserem Sektor immer hier haben, oder? Hier. Also, eben, man müsste sich schon mal fragen, wieso das ist, oder? Und vielleicht wäre auch mal unser Fonds natürlich ein gutes Investment. Oder einer von einem Konkurrenten, die das eben auch fast so gut machen. Gut. Vielleicht so zum Fonds. Unsere Idee ist eigentlich, dass das ein Basisinvestment sein soll in diesen Sektor. So unsere Grundposition ist ein Drittel Energy, ein Drittel Mining, ein Drittel anderes. Je nach Bewertungen wird das gewechselt. Wir hatten zum Beispiel bei Covid doppelt so viel Öl. Und dann, ja, eben dann, momentan ist das ein bisschen ausgeglichen. Wir haben diese Lachsfirmen wieder gekauft. Das ist übrigens ein Commodity, das noch spannend ist. Da gibt es praktisch keinen Konsum in China. Und man hat ja gesehen, wie das überall passiert. Und das ist auch etwas, was supply-constrained ist, weil es einfach nicht an vielen Orten produziert werden kann. Und diese Steuern, oder, die Staaten erheben, das ist auch immer dasselbe. Am Schluss zahlt das Beste, was es für unseren Sektor gibt, ist, wenn sie die Steuern erhöhen für die Firmen. Oder? Schauen mich die Leute so an, was passiert? Dann wird weniger investiert und das Angebot wird knapper. Und das hat mir mal Ivan Glasenberg gesagt vor 20 Jahren. Man macht das Geld mit dem Preis und nicht mit dem Volumen. Und die Revenues sind Volumen mal Preis. Logisch, wie in jedem anderen Business. Aber mehr Volumen ist verbunden mit Investitionen und Preis ist gratis. Und wenn Sie in inelastischen Gütern, ich sage jetzt das Extrembeispiel, 100 Gläser Wasser in der Wüste haben und 100 Leute, die eins wollen, und Sie nehmen ein Glas weg, 1%, dann steigt der Preis eben nicht 1%, sondern der geht ins Unermessliche. Das heißt, der Effekt auf Ihrer Bottomline ist viel größer, wenn Sie das Volumen knapp halten. Und deswegen bin ich der größte Freund von Greta und glaube, Ivan Glasenberg trinkt jeden Tag den besten Champagner, weil das ist der einzige Profiteur, ist eigentlich unsere Industrie, beziehungsweise deren Aktionäre, weil sie hätten schon lange ökonomische Anpassungen, aber jetzt macht man das einfach nicht, weil man das irgendwie nicht sollte, nicht darf. Und das ist eigentlich super, oder? Also für den Konsumenten natürlich nicht, wie man das ja bereits sieht. Ja, und vielleicht, das ist auch so ein bisschen unser Credo, wir investieren in Cashflow, wir haben nicht gern diese Explorationsfirmen. Das ist auch nicht wahr, dass die speziell gut performen in einem Bullmarkt, weil ein Bullmarkt ist immer verbunden mit Inflation, auch auf dem CapEx oder vor allem auf dem CapEx. Das heißt, jedes Projekt, das nur auf dem Papier besteht, wird übermäßig teurer, weil sie den ganzen CapEx noch nicht geleistet haben. Und in einem kapitalintensiven Geschäft ist eigentlich der größte Kostenfaktor der CapEx bzw. deren Abschreibung. Das ist vielleicht noch ein Beispiel zum Schluss, ganz schnell, Alex, von einem guten Asset. Das ist, oder dann sagen die Leute, okay, wir investieren in Uranfirmen. Aber wenn Sie eine Mine haben mit 15% Erzgehalt, ich war sogar mal da drin, 150 Kilo pro Tonne, oder Sie haben irgendwelche Uranprojekte mit irgendwie 0,1%, oder? Logisch sind beides Uranfirmen, aber das ist wie im Fußball, oder? Da gibt es auch viele. Mich oder Messi, oder? Aber das ist nicht dasselbe, oder?
Und sie teilen ja den Wert einer Fußballmannschaft auch nicht durch Anzahl Füße. Sonst würde nämlich der FC irgendwie, weiß ich noch, gleich bewertet sein wie Barcelona. Ja. Oder vielleicht noch das mit dem Kappe. Ja. Herzlichen Dank, Kurs. Ja, also wir haben ja die ganze Präsentation elektronisch. Ganz spannend ist einfach das, oder? Dunkelblau, das sind Investitionen in neue Ölprojekte. Da kann man sagen, ja, ist uns jedem klar, dass Öl ja nicht mehr gebraucht wird bis 2025. Dort investiert niemand mehr. Aber dass niemand investiert in Hellblau, was eben Kupfer und andere Industriemetalle sind, das ist schon ziemlich erschreckend. Und das bedeutet für uns, dass das andere eben weiterhin gebraucht wird. Und wir investieren nicht in Rohstoff-Futures, sondern immer in die Unternehmen. Weil bei den Futures muss man eigentlich darauf setzen, dass man Geld verdient, wenn die Preise steigen. Die Firmen sind heute so billig, dass man nicht mal einen Preisanstieg einrechnen muss. Und das sind die Leute, das ist der Fonds, wo ich jetzt den Zeitpunkt gut gewählt habe, wie der Urs gesagt hat, wo wir seit dem Covid-Low, weil wir High Beta sind, den Index um 100% geschlagen haben. Und Future-Preise natürlich entsprechend noch mehr. Vielleicht noch sagen, oder ein Großteil von den Firmen, die haben eigentlich ein tiefes Beta auf den Rohstoffpreis. Typischerweise die großen Ölgesellschaften, die haben einen großen Anteil von Geschäft, das nicht exponiert ist auf den Ölpreis. Deswegen sieht man auch diesen BP katastrophal gemanagt, aber auch Royal Dutch etc., weil sie haben viel Transport und Refining und Marketing. Ich glaube, das ist auch eine gute Strategie über länger, aber sie sind eigentlich Outperformer in Bärmärkten und nicht in Bullmärkten. In Bullmärkten sind es eben die Amerikaner, die Kanadier, tendenziell die Firmen Equinor in Norwegen, die ein hohes Exposure auf das Delta haben vom Ölpreis. Genau, dann die Bewertungen vom Value-Fonds sind extrem tief, also da können wir im Detail noch sprechen. Und das war es eigentlich von unserer Seite. Jetzt glaube ich, hätten wir vielleicht noch Zeit für zwei Fragen. Wenn es dann welche gibt, sonst sind wir am B16 Stand. Gerne. Vielleicht bezüglich der Knappheit des Angebots jetzt beim Kupfer. Inwiefern interessiert ihr euch für Recycling als Angebotsbestandteil, der ja bei höheren Preisen auch deutlich ansteigt? Also interessieren, ja, die größte Kupfermine ist Recycling, oder? Das ist, glaube ich, 15% vom Supply. Ja. Und wie du richtig sagst, bei steigenden Preisen wird das auch ökonomischer und weniger. Aber das ist eigentlich, das ist ja nicht eine Technologiefrage, meiner Meinung nach, sondern eher eine Organisationsfrage. Meiner Meinung nach ist das Potenzialbeispiel im Kupfer nicht relativ groß, oder? Weil erstens mal, solange netto verbaut wird in Infrastruktur, kommt nichts zurück, aber Kupfer ist ja rein, oder? Meistens muss man dann nicht mal bei den Großleitungen, die sowieso nicht abgebaut werden, aber sonst muss man die Isolation wegnehmen. Also was dann exponierter ist, sind eben so kleine Metalle in Chips und so. Aber das größte Potenzial ist das, was wir einfach wegwerfen, beispielsweise Aluminium oder Plastik, oder? Das einfach in reiner Form aus Verpackungen weggeworfen wird. Und ich glaube, da ist eigentlich das Potenzial riesig auf der Welt, weil in der Schweiz sind wir ja relativ gut. Aber ich würde schon das Problem im Meer lösen in Italien. Oder? Das ist ja unglaublich. Oder? Dann hat es nicht mal genügend Container. Da stellt jeder seinen Abfallsack da nach vorne und dann kommt ein Wind und alles ist irgendwie da rum. Und am Schluss wird es überall am selben Ort verbrennt, oder? Und das ist ja noch Italien. Aber das ist ja einfach, dass man das Aluminium in Büchsen irgendwie recycelt. Aber der Staat bringt ja nicht mal das fertig, oder? Also, aber Energiewende will man dann machen. Man kann nicht mal irgendwie die Müllentsorgung organisieren. Also, ja. Oder Urs ist dann auch der sagt beim Kebab, wenn wir Kebab essen, ich brauche keinen Plastiksack. Ich nehme das einfach so mit, oder? Weil ich glaube, es beginnt immer bei uns im Kopf. Vielleicht noch eine letzte Frage? Ja. Eine Position haben wir nicht direkt, oder? Also wir haben Norilsk, das ist momentan mit null bewertet, ist einer der größten Produzenten, aber ich bin natürlich, da war kürzlich Schweizer Fernsehen eine Headline, oder? Dass jetzt eben Platin und so nicht mehr gebraucht wird wegen den Elektrofahrzeugen. Fakt ist, letztes Jahr war der Bedarf von der Autoindustrie, glaube ich, plus 15%, weil mit diesen ganzen Umweltbestimmungen muss mehr Platin-Load in den Cut. Also das ist viel zu tief und man sieht natürlich, dass
jetzt das Niveau so tief ist, dass die Investitionen gestrichen werden, oder? Das sieht man eben die Südafrika, es gibt ja nur Südafrika und eigentlich Russland und ein bisschen Zimbabwe. Und das ist eigentlich genau ein Metall, also ein Niveau, wo, ja, wo der Preis viel zu tief ist. Und Implats handelt, glaube ich, die haben, glaube ich, mehr Cash und Platinerz im Lager als Marktkapitalisierung. Und ich glaube, die sind mittlerweile debt-free. Und die Bewertung ist auf diesen Preis nach irgendwie 5-6 Mal EBITDA. Ja? Also ich bin das im Internen ein bisschen am Promoten. Das ist bei uns immer ein bisschen eine Nebensache, oder? Und so, ob das viel ausmacht. Aber ja, ich würde das auch kaufen. Die Frage ist, ob man nicht vielleicht dann zuerst sicherheitshalber mal physisch kauft. Ja. Oder weil der Unterschied ist, oder, wenn dann die Firmen kein Geld verdienen und es bleibt 3 Jahre auf diesem Niveau, dann hat man mit physisch 0 verloren und die Firmen können immer noch 80% verlieren, was nicht aussieht. In vielen Rohstoffen können sie ja kein physisch kaufen, richtig. Aber Platin kann man, sofern man bei Degussa was bekommt. Das ist nicht mehr so einfach übrigens. Ja. Kann ich es aus eigener Erfahrung sagen. Die Time-Managerin sagt uns, wir müssen aufhören, weil es noch einen Nachfolgevortrag gibt. Wir haben Unterlagen hier vom Fonds und zu Beiträgen von uns und wir sind am Stand 16, B16 am Gemeinschaftsstand. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Applaus